Willkommen zurück zu Life Strange. Ja, Freunde, wir sind immer noch auf dem Vortex Club, haben schon einiges erfahren. Immerhin haben wir Victoria gefunden. Von Nathan und Chloe noch keine Spur, das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber Victoria weiß eventuell, ob Nathan überhaupt kommen will oder wo er ist oder was auch immer. Ich rede ungern mit ihr, aber in letzter Zeit hat sie sich zu Schulden kommen gelassen. Außerdem schwebt sie in Lebensgefahr. Also tun wir mal die ganze Zickerei vergessen und versuchen ihr zu helfen. Here's the food. Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. You still pissed about me taking your picture? Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame. Ach, ob jetzt Schuld oder nicht, das tut jetzt nichts zur Sache. Wir reden über Nathan. I blame Nathan for dosing Kate, but nobody at that party even cared she was so wasted. It's a fucking party! Everybody is wasted! What do you want from me? Some humanity, Victoria. Well, you got Nathan busted out of Blackwell, so you should be happy. And I'm the only person here who cares what Nathan is going through. This is bigger than a problem, child. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. Du bist scheiße. Nein, das hat keinen Sinn. Jefferson, nein, ich weiß nicht genau, was Max dann drauf anspricht. Vielleicht diese komische billige Anmache oder so, das wäre nicht so gut. Du hast Talent, wir werden hier erstmal ein bisschen Honig ums Maul schmieren und vielleicht werden wir dann Zugang zu ihr finden. You have talent, Victoria. You don't have to push people out of your way. You don't understand. My parents own a gallery. I know how this art game has to be played. It's brutal. No, it's art. You don't have to play their way. Mr. Jefferson doesn't talk that way, and he's famous. Yeah, Mr. Jefferson probably won't be choosing my photo. I'm not as talented as I thought. Yes, you are. But we shouldn't have to choose between talent and kindness. I hope. Hard to believe, but I don't always make the best choices. Do you think it's like fate we're not supposed to be friends? Die Antwortmöglichkeit jetzt irgendwie seltsam. Ist es Schicksal, dass wir keine Freunde sind? Und ich habe als Auswahl keine Feinde oder nicht nötig. Was bin ich nötig? Was kommt denn dabei raus? Keine Feinde. Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's gonna happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. Ah, shit. Shit. Ja, das ist jetzt der große Moment. Sollen wir sie warnen oder nicht? Das Problem ist, wenn wir ihr jetzt das mit der Dunkelkammer erzählen, ich befürchte, sie wird uns nicht glauben. Aber was habe ich zu verlieren? Mal ehrlich, wenn ich sie nicht warne, dann ist sie naiv wie immer und tut, was sie will. Wenn ich es erwähne, dann wird sie mich vielleicht verrückt erklären, aber sollte es dann doch zu einem gewissen Punkt kommen, ist sie vielleicht doch im Zweifel. Ich habe nichts zu verlieren. Victoria, enough of this high school bullshit. We're adults now. So listen to me. Your life is in serious danger. I know you're close to Nathan, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so he could take her someplace dark. Oh my god. And I'm the drama queen? Touché. But I am not fucking around here. Sorry, but no. No way.
Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not. You have to believe me. I don't believe anything you say. You're full of shit. Oh, hi, I'm Max Caulfield, and I'm so sensitive that butterflies make me cry. Now, will you listen? No, I won't. You're just pissed because you didn't enter a photo in the contest and that Mr. Jefferson is going to pick me. A real artist would have busted ass to win, but you just want to take your little retro selfies. That is so fucking lame and lazy, Max. Just go find a community college. Victoria, please don't do this. Especially after what happened with Kate. Can't you see I'm serious? That's your problem, Max. This is a party, and it's the end of the world, so I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. I'll let Nathan know if he finally shows up. Adios. Au revoir. Gut, wir haben's probiert. Okay, I tried. I mean, she's not gonna believe me over her Vortex Club partner. Wir haben es probiert, aber ganz ehrlich, ich lasse die Entscheidung so. Hätte ich es nicht probiert, wäre das jetzt ungefähr das gleiche, aber vielleicht hat sie jetzt... That son of a bitch is not here. Ja. Where are you, Nathan? Vielleicht hat sie die Gefahr jetzt wenigstens im Hinterkopf. Das muss jetzt erstmal reichen. Ich bin mit der Entscheidung zufrieden, auch wenn sie uns kein Wort glaubt. Das war eh klar. So, Chloe ist erschienen. Ein Notfall-Sauerstoff-Kit. Okay. Für was könnte ich das gebrauchen? Wir reden aber erst noch mit den anderen, bevor wir mit Chloe reden. Surprise, Hayden is trashed. He would dose his own drink first, before anybody else. Genau, er gibt sich auch selbst K.O.-Tropfen, um... Is it me? What's up, Hayden? Look. Up in the sky, it's Super Max here to save the party. Have you seen Nathan? I just vaped some dank OG buds, so I can barely see you. Or are these hotties next to me? You wanna hit? Nathan? No. I want to find Nathan. Me too! He's supposed to be bringing some special party favors. I hope that the party you actually planned a party at the party. Not this week. So, has anybody here seen Nathan? I guess you have to go ask everybody here. Or, you could sit down and take a quick hit. Reden wir mal über Victoria. What about Victoria? Yeah, go ask her yourself. I would, but like I said, I'm fucking wrecked. Maybe you better take it easy tonight. Whatever. I'm in this world to have fun. Try it sometime, Max. I finally get you and Dana to come out to a Vortex Club party, but you just want to lecture me? Gee, thanks, Mr. Madsen. How much fun did Kate have at your last party? Listen, Hayden. Just watch out for Nathan tonight. I think that's your job, Max. Come back when you're ready to have fun. Ja, die Bong. A bong. Give me a break. Ja, mich bitte auch. Ich halte davon ja mal gar nichts. Ja, du hattest auch schon ein bisschen zu viele. She's wasted and nobody is looking out for her. Nobody knows that Blackwell. Ein perfektes Opfer für Nathan. Aber ich wollte jetzt mal was nachgucken, Leute. Nathan ist ja offensichtlich nicht hier. Was hatten wir zuletzt mit Kate gelabert? Ich muss mal kurz was gucken. Ich muss los, aber ich wollte dir noch viel Spaß im Kino mit... Also sie verlässt schon das Krankenhaus, ne? Mal ganz ehrlich, wenn Nathan nicht auf der Party auftaucht, dann ist sein Opfer auch nicht auf der Party. Müsste man sich ja so vorstellen. Und da Rachel ermordet wurde und Kate noch lebt, wer weiß, vielleicht ist er hier jetzt gerade gar nicht hinter Victoria her, sondern nochmal eventuell hinter Kate. Jemand anderes käme natürlich jetzt nicht in Frage.
Warren ist auf der Party. Frank kann unmöglich was mit dem Mord zu tun haben. Den müsste man ausschließen. Warren ist auf der Party. Jefferson. Wo ist gerade Jefferson? Was macht David gerade? Aber David kann man eigentlich auch ausschließen. Der Direktor ist auch nicht da. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Kate gerade, muss ich ehrlich sagen. Aber man kann eigentlich, ach, wenn sie tot wäre, dann wäre der ganze Storyplot ja auch wieder anders. Ach, ich weiß, ich mache mir zu viele Gedanken. Nur gut. Vielleicht ist er ja doch auf der Party. Wir wissen es ja noch gar nicht. Verlassen? Nee. Erst will ich mit Taylor reden. Carol really shows her vortex of spirit. Oh my god, Max, seriously, what are you doing here? Taylor, have you seen Nathan yet? If I did, it's none of your business. This is a VIP area, so you should get back to the bleachers. Tanz weiter. Just keep on dancing for Victoria, Taylor. And stay away from Nathan. Like, thanks for your concern. Okay, was hat's mit dem Notfall Sauerstoffkit auf sich? Ups. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him. He's definitely not upstairs or in the locker. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide in there. So, you made it. Oh, hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Oh, I was just looking for Nathan. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Get the hell out of here, Max. Okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. I appreciate it. I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now, this is the most important step in being an artist, sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Oh my god! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Das kam jetzt auch ein bisschen überraschend, aber okay. Victoria hat gewonnen. Oh Christ, Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Hm. Stop stomping around, Chloe. Right.
Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Okay, Leute, erneut auf dem Schrottplatz. Ja, das kam jetzt alles ein bisschen schnell und überraschend. Den Preis gewonnen hat. Sie hat ja versucht, ihn zu erpressen, aber hat eiskalt abgewiesen. Aber vielleicht konnte er es trotzdem nochmal neutral beurteilen. Hat sie eben dann doch den ersten Preis zugeteilt. Ich frage mich nur, warum... Ach. Rachel, I will get your revenge. I swear. Na gut, widmen wir uns jetzt Nathan. Ich hätte gerne jetzt gewusst, was er genau geschrieben hat. Ich konnte es nicht so schnell lesen bzw. übersetzen, leider. Wollte er uns jetzt hier treffen? Wahrscheinlich, ne? Sonst hätte er ja das hier jetzt nicht geschrieben. Das verwirrt mich halt auch gerade ein bisschen. Ups. Max, when I catch Nathan, you better rewind so I can kill him over Ach. And over. For God's sake, Chloe, you have to be quiet. We could die, okay? Muss ich nicht ein Foto noch vom Mond machen? Ja, irgendwie so, aber Gitter sind irgendwie davor. Oh, da habe ich einiges wieder übersehen, leider. Aber ist ja egal. Gitter vor dem Mond. Hallo, Eule. Na, du? Hast du Nathan gesehen? Oh, ich bin so neugierig, dass hier jetzt weitergeht. Muss ja auch schon wieder das Finale sein. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. This place. Das ist schon gruselig, ne? Ein bisschen. Also gruselig ist relativ. Da hinten ist der... Ach, schau mal. Ist der Leuchtturm so in der Nähe? Von dem Schrottplatz? Also, klar. I don't want to go that way. Er ist noch relativ weit weg, aber... Na gut. Trotzdem sichtbar und so. Ist jetzt momentan nur ein Mond. Man hat gesehen, wie der andere so ein bisschen weggeschimmert ist. Der nicht wirklich echte Mond, wahrscheinlich. Maybe we should have called the police. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob wir wieder das unsichtbare Reh hier sehen. Ah, das ist sehr stimmungsvoll gemacht, das gefällt mir. Ja. Oh, I hate this place. Es gibt schlimmere Plätze. Hier auf den Schienen fährt um diese Zeit wohl kein Zug mehr. Are you looking for something back there? Catch up. Ja, wer weiß, vielleicht ist hier ja noch was. Ich laufe ja absichtlich immer so ein bisschen die falschen Wege, ihr wisst ja. Ich könnte auch noch rein, kann ich da rein? Okay? Ah ne, das ist versperrt. Oder? Moment. Ja, ich kann rein. Ja, das war die Hütte. Ich würde da gerne noch mal kurz rein, wenn ich darf. Vielleicht ist da noch irgendwas Neues jetzt. Zum Beispiel, vielleicht könnte ich ja den Mond anknipsen mit Gitter, wenn ich hier reingehe. What the hell? Oh, gross. Was ist jetzt wegen der Ratte oder was ist? Oder hat sich hier jetzt einiges verändert? Ich bin mir nicht sicher. Maybe we should have called the police. Ja, doch natürlich. Was steht denn da? You all gonna die. Ihr werdet alle sterben. Chloe und Max. Super, hätte ich mich mal nicht hingeschrieben. Oh Mann. I hate this place. Ganz ruhig, Max, ganz ruhig. Hier, wartet mal, hier das Fenster. Kann ich von da aus sehen? Nee, geht nicht. Kein Mond. Maybe we should have called the police. Ach, jetzt hör doch mal auf, du mit deiner Polizei. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Wir wissen, dass das nichts bringt, leider. So, jetzt wäre ich so langsam bereit, dahin zu gehen, wo auch Chloe ist. Wenn ich sie finden würde. Are you okay? We need to hurry and get that motherfucker. Ich glaube, ich komme ja gerade näher. Ach ja, hier, genau. God, Max, hey, please, hurry. Oh God, Max, look. Don't look, Chloe. Oh, no. Nein.
Scheiße, das geht nicht. Chloe! Look out! What the fuck? Was? Nein! Das... Heilige Scheiße, ey. Oh Gott. Das muss man jetzt erstmal verstehen überhaupt. Also, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob Nelson... Ich weiß auch nicht, wie das miteinander zusammenhängt. Das Jefferson steckt hinter dem. Ich hatte ihn mal in Verdacht... Also, ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich habe mal gemeint, die sind alle so gestört. Es gibt nur... Der einzig coole ist Jefferson, dann war es Jefferson. Oder Warren, aber gut, Warren. Guter Buddy und so. Es, tatsächlich, Jefferson steckt dahinter irgendwie. Und Nelson ist natürlich auch mit drin. Also, die zu zweit und... Victoria ist recht in Gefahr. Ne, jetzt sind wir jetzt erstmal wir in Gefahr. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Wir konnten unsere Rückspulkraft nicht benutzen. Er hat es immer auf uns abgesehen. Der hat es die ganze Zeit von uns auf uns abgesehen. Er war so dahinterher, dass wir dieses Bild einreichen, damit wir mit ihm dann dahin fliegen. Mhm. Und schwupps wäre ich in der Dunkelkammer gewesen. Er wollte von Anfang an Max haben. Eventuell, wenn er mit der Dunkelkammer überhaupt, wenn das überhaupt miteinander... Aber ja, muss ja. Er hat ja auch definitiv dann was mit Rachels Tod zu tun. Rachel, die gesagt hat, sie hat jemanden kennengelernt. Vielleicht hat er ihr Karriere versprochen oder irgendwie sowas. Und sie ist mit ihm mit und dann seitdem war sie weg. Seitdem... war sie weg, er hat sie eventuell getötet. Ich weiß nicht genau, wie das mit Nathan zusammenhängt. Vielleicht ist Nathan auch doch nur einfach nur krank und labil, aber hat sowas derartiges noch nicht gemacht. Aber der Blackroom gehört Nathans Verwandten. Ich weiß es nicht genau. Klar, das Fotostudio und alles, das würde natürlich auch zu Jefferson passen, ob die zusammenarbeiten oder ob er es alleine macht. Auf jeden Fall, das macht schon Sinn, ne, wenn man sich das jetzt überlegt. Und er wollte so unbedingt, dass wir mitmachen und er war richtig deprimiert, das nicht. Dann hat er eben sie gewinnen lassen, Victoria, aber hat dann halt diese SMS wahrscheinlich eventuell gefaked oder selbst geschrieben. Hat sie da hingelotst und dann, musste aber dann den super schnell nachgefahren sein oder so. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall hat er das getan. Ja, Chloe hat er eiskalt erschossen, weil ihm die Scheiße egal ist. Aber uns hat er irgendwas eingespritzt. Jetzt können wir uns irgendwie vorstellen, was mit uns passiert. Eventuell das gleiche Schicksal wie mit Rachel. Aber ich kann das jetzt nicht wahrhaben, dass Chloe erschossen wurde. Das war... ein Kopfschuss. Und wir konnten die Kraft nicht benutzen. Das darf doch nicht wahr sein jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für eine krasse Wendung. Wie soll das noch gut gehen, ganz ehrlich? Es sei denn, wir können nochmal eventuell diese Superkraft benutzen, wo wir... Ja, das könnte sogar sein. Könnt ihr euch an das Foto erinnern, wo wir im Bett mit Chloe lagen? Und
vielleicht da nochmal zurückspulen. Oder irgendwie sowas, weil zurückspulen geht nicht, aber vielleicht in ein Bild rein. Und dann alles ändern mit unserem jetzigen Wissen. Wie krass ist das denn bitte? Ach, herrje. Also, ja, ich komme aus dem Reden nicht mehr raus, wie man merkt. Es ist mal wieder ein ultra krasses Episodenfinale. Und ich hätte jetzt mit der Auflösung noch gar nicht gerechnet, weil wir haben noch eine Episode vor uns. Und wissen doch jetzt... Nathan ist nicht allein der Schuldige. Wenn überhaupt. Vielleicht war er nur der Botenjunge. Vielleicht hat er Kate nur in den Ort gebracht und Jefferson hat dann... Ich weiß es nicht, oder? Kate und Jefferson, die haben gar nichts miteinander zu tun. Jefferson hat nur mit Rachel und jetzt mit Max. Irgendwie muss es miteinander zusammenhängen. Ich weiß nur noch nicht wie, aber das werden wir alles erfahren in der nächsten Episode. Boah, Freunde, ich freue mich so drauf. So stark. Auf diese Wendung habe ich gewartet, weil die ganze Zeit das mit, ja, wir verfolgen Nathan, wir halten Nathan auf, das wäre zu einfach gewesen. Das wäre zu einfach gewesen. Oh Mann. Ich bin sehr gespannt. Super krasse Wendung. Und gleich morgen geht es ja weiter mit der letzten Episode. Ich hoffe, wir können Chloe noch irgendwie retten. Und wenn wir die Zeitlinie wechseln müssen, wovon ich fast ausgehe, könnte ich mir so richtig vorstellen, wie halb benommen jetzt Max im Darkroom erwacht vielleicht. Und ja, Jefferson wird dann noch alles so ein bisschen auflösen, erklären, bevor er uns dann endgültig sonst wie zurichten will. Aber dann flüchten wir uns eventuell in eine andere Zeitlinie oder irgendwie sowas. Das wär's. Oh Mann. Ja, die Warnung jetzt an Victoria hat überhaupt nichts gebracht. Die ist jetzt happy, dass sie mit Jefferson zu dem Wettbewerb gehen kann. Aber Jefferson hat kein Interesse an sie. Glaube ich. Also, ne, hat ja eindeutig abgelehnt. Der wird ihr wahrscheinlich gar nichts tun. Er wollte Max. Oh Mann. Thanks for crying. Ach, krass, ey. So, dann werden wir uns wie immer natürlich hier noch unsere Entscheidungen angucken. Sehr stark. So, das waren diesmal gar nicht so viele, ist aber auch logisch, weil ne, es kommt nur noch eine Episode. Also, du bist Lois bitte nachgekommen, haben 58% gesagt. War nicht einfacher, wir haben es getan. Du hast Warren davon abgehalten, Nathan zusammenzuschlagen. Auch das haben 58% entschieden. Gut. Niemand wurde verletzt, 72%. Ja, aber auch nur, ne, weil ich da den Spielstand nochmal geladen habe, weil der Part voll war. Das war nämlich nicht einfach. Aber interessant, Frank hätte sterben können. Frank hätte sterben können, aber das wollten wir nicht. Verwundet hätte man ihn auch können. Ja gut, kommt halt drauf an, was er hatte, ne? Wenn wir nicht das, wenn wir die Pistole nicht gehabt hätten, hätte sie wahrscheinlich ein Messer gehabt oder irgendwie so. Ja, Victoria nahm deine Warnung nicht ernst, 19%, nicht gewarnt, 7% und 74%, das wäre wohl nur möglich gewesen, wenn ich sie nicht so, ne, Kindergarten-like gedisst hätte am Anfang, dann hätte sie die Warnung ernst genommen, aber ob das jetzt wirklich noch eine Relevanz für sie spielt, denn momentan sehe ich hier nur Max in absoluter Lebensgefahr. Interessant. Kleine Entscheidung gab es dann offensichtlich. Doch, die kommen noch. Nee, nächste. Hier sind sie. Ja, du hast den Blauhair gerettet, haben nur 47% gemacht. Okay. Stimmt, das war ja so eine Serienquest, könnte man fast sagen. Du hast das Vogelnest nicht angetastet, das haben 93% gemacht. Du bist auf andere Art an Davids Akten gekommen. 62%. Man hätte auch Davids Code finden können. Ach so, okay, cool. Na gut, okay. Kate hatte dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. Stimmt, ja, 62%, eben weil sie überlebt hat, ist klar. Du hast Daniel überzeugt, zur Vortex-Party zu gehen. Das haben nur 36% gemacht. Ich glaube, Daniel hat seinen Spaß gehabt. Ich finde, das war in Ordnung so. Wirkte zumindest bisher so. Du hast keine Nachricht auf Rons Tafel hinterlassen. 81% haben das auch gemacht. Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, sonst hätte ich es wahrscheinlich getan. Schade. Hm. Du hast Nathans Pin nicht geknackt.
Ja, weil ich es mir einfach gemacht habe, ganz ehrlich. Aber interessant, dass man ihn hätte auch knacken können. Und du hast Elisa geholfen, mal wieder, so wie 80% der anderen auch. Okay. Meine Fresse. Die Preview hat es schon verraten von Episode 5 Polarized. Wir werden definitiv von Jefferson in der Dunkelkammer festgehalten. Das auf jeden Fall. Vielleicht stimmt ja meine Theorie, dass wir uns aus der Zeitlinie nochmal verflüchtigen können. Weil wer will uns denn helfen? Nathan? Ach Gott, aber mal gucken, was passiert. Und dann natürlich auch der Tornado, nicht zu vergessen. Was hat es damit noch auf sich? Wird er kommen? Was wird passieren? Wir sind in einem Bunker. Kriegen davon wahrscheinlich kaum was mit sogar. Ach Gott, ich bin so gespannt. Episode 5. Morgen geht's los, Freunde. Bis denne, wenn's hier wieder heißt: Let's Play Life is Strange.